dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Internet, hallo Leute, das Rätselraten hat ein Ende. Hier ist die definitiv letzte Folge der berühmt-berüchtigten Trilogie Nominalismus, Sprachkritik, Nominalismus, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Jetzt ist es raus. Und deswegen komme ich auch gleich zum Punkt, dass ich mich nicht noch über die 30 Minuten hinaus verplaudere. Alles, was sich von selbst versteht, wird hier mehr oder weniger übergangen. Die Nummer 334 in der Folge 71, dass ich das noch gesagt habe. Ich glaube fast, der individuelle Charakter ist ein Mittel der öffentlichen Meinung, das Individuum nach ihrem dummen Willen zu lenken. Hier bleibt nur zu bemerken, was Mautner von der öffentlichen Meinung hält, dass hier nach einem dummen Willen gelenkt wird und nicht allzu schwer sich vorzustellen, was Mautner von der Demokratie gehalten hat. Aber das sei jetzt dahingestellt. Die nächste Nummer 335, man achte nur darauf, dass Glückseligkeit, Glück, Lust, Freude, Heiterkeit nur verschiedene Grade des gleichen Gefühls bezeichnen. Also hier wieder eine objektivistische Ansicht, dass es sich nur um ein Gefühl handelt, das ist natürlich Unsinn. Es obliegt jedem selber, seine Begriffsbildungen hier vorzunehmen, ob von Glückseligkeit, von Glück, Lust oder Freude, Heiterkeit in der jeweiligen Situation zu sprechen ist. Und keine andere Autorität gibt es hier. Dann die Nummer 336. Mit genialem Blick hat Hobbes erkannt, dass der Grundirrtum der scholastischen Philosophie die Verwechslung von Sache und Wort, also die noch einmal jetzt auf Hobbes zugerechnet, Sache und Wort, die Schwierigkeit, was das erkenntnistheoretische Problem betrifft, darüber brauche ich mich jetzt nicht mehr länger auszulassen. Darüber sind 70 Folgen, waren hier 70 Folgen Trilogie am Start. Und diejenigen, die jetzt zufälligerweise neu auf die letzte Folge hereingestolpert, denen kann ich jetzt auch nicht mehr helfen. Die nächste Nummer, ich hätte ebenso gut schweigen können, aber mein sogenanntes Ich wollte sozusagen meine sogenannten Ideen den sogenannten Menschen sozusagen mitteilen. Eine amüsante Bemerkung, nicht schlecht, Herr Specht, kann ich da nur sagen. Es gilt für mich nicht weniger, ich hätte ebenso gut schweigen können, aber dann wäre das Leben eben noch sinnloser gewesen, sich mit irgendwelchen Lappalien abzugeben und die Kleinparierung zum Nonplusultra erheben. Aber so genannt ist das Ich, so genannt sind die Ideen, so genannt ist alles, Nominalismus, sogenannte Menschen sozusagen mitteilen. Also alles mit Vorsicht zu gebrauchen in Bezug auf eine objektive Erkenntnis. Aber in Bezug auf einen Nutzen und eine Funktion der Sprache, um gewissen Zwecken, Bedürfnissen, Interessen dienlich zu sein, sehr praktisch. Die nächste Nummer 338. Einige Wochen lang verbrachte ich die halben Nächte damit, meine Flüche hinzuwühlen darüber, dass wir so gar nichts wissen können. Also außer dieser Formulierung, Flüche hinzuwühlen, ist in keinster Weise hier ein Skeptizismus bezeichnet. Damit muss man sich mal abfinden, dass dieser rationale Verstand mit rationalen Mitteln aufweisbare Grenzen hat, und da heißt es, die Konsequenzen zu ziehen, die entsprechenden Schlüsse zu ziehen
dass man es immer noch mit Interessen zu tun hat und dass die Problematik im Zusammenleben der Menschen der Wille ist und die Regelung dieser Interessen, die letztlich Machtinteressen sind. Also alles befindet sich in der Ethik, in der Moral. Hier sind die Probleme nirgendwo anders. Was Wissenschaft, Erkenntnis und Wissen angeht, das ist abgehakt. Da gibt es ein klares Resultat und nur wer das Rad neu erfinden möchte, kann sich kann von mir aus seine Flügel hinwühlen, dass wir so gar nichts wissen können, aber das ist Quartär. Es gibt viel Arbeit, die Welt neu zu organisieren und zwar so, dass die Moral endlich zu dem Stellenwert kommt, der ihr von Anfang an immer schon zugekommen ist. Aber der Naturzustand hat sich leider immer wieder viel zu oft zu seinem natürlichen Recht bis zu seinem natürlichen Recht zurückgekehrt, was ein Faustrecht ist. Und damit haben wir es immer noch zu tun. Sind Vorteile vorhanden für Leute, die daraus einen mehr Nutzen ziehen, als ihnen eigentlich zusteht, wenn es etwa nach dem Leistungsprinzip oder die Widersprüche sind haufenweise vorhanden. Aber zuerst einmal muss das die Runde machen, dass sie mit diesen objektiv logisch allgemeingültigen Erkenntnissen und alles, was auf formaler Logik da zusammengeschustert worden ist, alles revidiert werden muss. Und da gibt es noch genug Gesprächsbedarf. Die nächste Nummer 339, Sprachkritik war mein erstes und ist mein letztes Wort. Nach rückwärts blickend ist Sprachkritik eine alles zermalmende Skepsis. Nach vorn blickend mit Illusionen spielen, ist sie eine Sehnsucht nach Einheit, ist sie Mystik. Also alles hier, Mautner, auf dem Boden in Bezug auf eine objektivistische, allgemeingültige Realität, die ohnehin Illusion ist. Also braucht man da diese zermalmende Skepsis, die hat dazu geführt, dass als Resultat feststeht, dass es beweisbare Grenzen des rationalen Verstandes gibt, mit der Konsequenz, dass das Interesse und damit der Wille derjenige Faktor ist, der zu regeln ist, zu analysieren ist, zu verarbeiten in die Gesellschaft und in die soziale Organisation eines Staates hinein zu praktizieren ist und so weiter. Also diesen Trara, diesen Pathos kann man sich sparen, das geht alles viel nüchterner, auch ohne Sehnsucht nach Einheit, spielt sich sowieso alles auf Gefühlsebene, alle diese Angelegenheiten, die dann alle diese Irrationalitäten, Willkürlichkeiten, wie auch der Gebrauch des Wollens, das alles ist Gegenstand der Regelung, aber nicht jetzt irgendwie Erkenntnis irgendeiner Wahrheit oder eine objektive Erkenntnis. Das ist alles Geschichte, alles vorbei. Jetzt kommt ein Mautner-Biograf, nicht direkt Mautner-Biograf, aber sich mit Mautner beschäftigt, ein gewisser Max Krieg, der schreibt, niemand vor Mautner hat die Forderung einer Kritik der Sprache mit so eindringender Klarheit erhoben und in den Mittelpunkt der Erkenntniskritik gestellt, ja, mit Erkenntniskritik einfach gleichgestellt. Und das ist auch die Geschichte bei der ganzen Angelegenheit. Die eindringende Klarheit ist eigentlich weniger das, die ist sowieso selbstverständlich. Weniger jetzt, was mein Werkzeug angeht, das ist wie immer nicht da, wo es hin soll, eindringende Klarheit, sondern
Der Nachdruck, der erforderlich ist, unermüdlich muss man gegen die Dunkelmänner, die finsteren Gestalten, mit der Verwirrung oder mit der Unklarheit, die herrscht, sehr gut leben können und daraus ihre Vorteile ziehen. Gegen diese Leute muss immer wieder, so wie es heißt, dass die Demokratie jeden Tag wieder verteidigt werden muss, so muss jeden Tag gegen die Unmenge an Materialschlacht, die diese Irrationalisten, sage ich mal, mit allen möglichen Kanälen Verwirrung in die Lande verbreiten, damit sich ja keine Einheiten und keine Mehrheiten auf der anderen Seite bilden, die dann in der Lage wären, das ganze System zu beseitigen. Und es geht weiter mit der Nummer 342, eine sehr interessante Bemerkung von Joachim Kühn, der hat mit diesem Buch Gescheiterte Sprachkritik über Mautner ein sehr gründliches Buch, immer lesenswert, aber leider der fixen Idee verhaftet, die Sprachkritik als Feuer im hölzernen Ofen zu bezeichnen. Also ganz billige Kritik, dass man, wie kann man nur mit der Sprache die Sprache kritisieren wollen. Also sehr niveaulos im Grundgedanken, aber das Material, das er beigetragen hat, ist sehr interessant. Und hier auch diese Bemerkung bei ihm, wo es heißt, um 1930 lässt sich in Paris der nahezu erblindete James Joyce eben zu dieser Zeit mit dem monumentalsten Sprachexperiment der Literaturgeschichte beschäftigt, und zwar seinem Ulysses. Lässt er sich, der fast erblindete James Joyce, aus Fritz Mautners Beiträgen zu einer Kritik der Sprache vorlesen. Also für alle, die nicht daran glauben, dass es so etwas wie Kulturgestalten gibt, die prägend wirken, sind hier jetzt drei sozusagen auf einem Haufen, und zwar James Joyce, dieser Samuel Beckett und die Beschäftigung mit Fritz Mautner. Und wenn man sowas liest oder hört, dann ist Grund gegeben, nicht am Untergang der Menschheit zu zweifeln. Aber das ist eben auch schon wieder über 100 Jahre her. Und seitdem sind einige Generationen am Werk, die nichts Gutes ahnen lassen. Aber wahrscheinlich denkt jede jüngere Generation über die kommenden nicht allzu positiv. Die nächste Nummer 343, es gibt keine Raubtierigkeit, ebenso wenig zwei Unterarten, die Katzigkeit und die Hundigkeit. An dieser Stelle eine Assoziation zu Antisthenes, einem frühen Griechen, der einmal gesagt haben soll, Pferde sehe ich wohl, aber keine Pferdheit. Der blaue Balken hier bezieht sich auf ein Zitat, das, wie ich hinterher feststellen musste, dreimal in dieser Zusammenstellung aufgetaucht ist. Zweimal als das zweite Mal als Déjà-vu, konnte mich gut daran erinnern, das schon mal besprochen zu haben. Und das dritte Mal dann bei der definitiven Überprüfung. Also die Vorbereitung für diese Trilogie, die hat wohl etwas unter einer gewissen Schludrigkeit, möchte man fast sagen, gelitten. Aber es ist niemand dabei umgekommen. Ich halte meine 30 Minuten ein und gehe über zur nächsten Nummer 345. Jetzt wieder Mautner. Strebt diese Sprachkritik eine Revision der Grundbegriffe aller Wissenschaften an. Und das ist auch Thema. Also diese Revision der Grundbegriffe aller Wissenschaften steht noch an, und zwar dergestalt, dass es sich dabei nicht um Objektivitäten handelt,
sondern dass diese Grundbegriffe in Bezug, in Relation zu ethischen Wertvorstellungen zu betrachten sind. Und das ist eigentlich der Punkt, das macht jetzt beim Forschen selbst keinen Unterschied, aber vielleicht dahingehend, dass die nicht die Wissenschaft, sondern im Grunde genommen die Politik, dass diejenige Instanz ist, die ein Auge auf diese Wissenschaften hat und da dann auch entsprechend eingreifen kann. Das wird dann, wenn ich jetzt an die USA denke, wird es dann so ausschauen, dass diese Wissenschaftler, gerade wo es darum geht, Menschen zu kontrollieren, weiter arbeiten lassen und ihre Erkenntnisse geheim halten. Denke ich mal, sehe ich jetzt noch keinerlei Tendenzen, dass Amerikaner ihre Wissenschaften an die Zügel nehmen. Dazu gibt es viel zu viele Erfolge, im Grunde genommen verdankt dieses Amerika des 20., 21. Jahrhunderts überhaupt der Wissenschaft seinen gegenwärtigen Status. Aber das soll es jetzt auch schon gewesen sein. Nur die Probleme sind angerissen. Was man vergessen kann, ist auch besprochen. Und das Wissen vom Wissen, wovon jetzt Mautner spricht, das ist auch hinfällig, weil dieses Wissen sowieso in eine bestimmte Ecke gestellt werden kann, und zwar eine der Technik. Und nicht so, wie man den Eindruck gewinnen möchte, ja, das ist jetzt die höchste Instanz, gibt es da in Form irgendeiner Art dieses rationalen Wissens. Das ist nicht der Fall. Die Moral und die ethischen Gesichtspunkte sind darüber zu ordnen. Und dementsprechend ist auch die gesellschaftliche Ordnung zu gestalten. Das ist jetzt im Prinzip oder beziehungsweise auf dem Papier nach, sollte es ja jetzt schon so sein. Aber das ist nicht und kann auch nicht in der Praxis so sein, weil sich da zu viele Widersprüche ergeben würden, dass das in der Praxis jetzt oft so dem Anschein nach in einer Rechtsordnung, die ja eine ethische Ordnung ist, funktioniert. Ist eher einer Unwissenheit der breiten Bevölkerung geschuldet, als dass tatsächlich eine ethische Normen durchweg das Verhalten der Menschen regeln. Und jetzt geht es weiter zum nächsten Punkt. Walter Eschenbach ist auch ein Mautner-Biograf, weiß ich nicht, aber der sich eingehend damit beschäftigt hat, in Form von Sprachskepsis, glaube ich mal. Der Titel seines Buches ist mir jetzt nicht geläufig, aber auch egal. Eschenbach schreibt, die vollständige Umwandlung sämtlicher erkenntnistheoretischer Fragestellung in solche der Sprache und die totale Leugnung jeglicher Erkenntnismöglichkeit aufgrund der sprachlichen Unangemessenheit bildeten, also bisher alles richtig, einen ausweglosen Abschluss, eine Art Sackgasse der Entwicklung der Philosophie als Sprachkritik. Und das ist nur insofern richtig, wenn man weiter an einer allgemeingültigen, objektiven Realität festhält. Ist dieses Thema kein Gegenstand mehr, dann fällt auch der ausweglose Abschluss weg, weil der Abschluss heißt dann, es gibt Grenzen der Rationalität und deswegen ist das Wollen und das Interesse bzw. das Machtinteresse zu legitimieren. Mehr ist hier in einer gesellschaftlichen Ordnung nicht erforderlich und es ist Aufgabe der Politik, das dementsprechend zu organisieren. Und die Probleme, die dann auftauchen, das sind wieder genauso Probleme wie vorher, aber da ist dann die haben wenigstens eine Zukunft. Und man muss nicht pausenlos auf irgendwelche Widersprüche auflaufen.
Die Sackgasse ist eine der objektiven Allgemeingültigkeit. Das muss klar sein. Philosophie als Sprachkritik, die wird es auch weiter geben. Aber als im praktischen Gebrauch, wenn sich die Leute der Sprache bewusst sind, dann ist die Urteilskraft gestärkt und es gibt einfach viel mehr Impulse und auch Inspiration aus der breiten Masse der Bevölkerung, wie die Welt dann aussehen wird, das weiß noch keiner sich vorzustellen. Der nächste Punkt, 347, die Tiere empfinden dieses Viechsglück, auch die Instinktmenschen, die ein Herdenleben führen, bei denen die Sprache und das Denken nicht über das Verabreden von Herdenhandlungen hinausgekommen ist. Also wieder diese Verachtung, möchte ich fast sagen, der 0815 Durchschnittsmenschen, die sich sozusagen im Naturzustand befinden, noch nicht derart zivilisiert, dass jetzt eine Rechtsordnung gilt, zum Beispiel, die spielt da überhaupt keine Rolle, weil die unmittelbaren Interessen dieser Leute und auch die Machtbildungen, jetzt, das darf man nicht unterschätzen, dass sich diese einfachen Leute, die, das ist wie eine verschworene Gesellschaft, die halten untereinander zusammen, was jetzt gegen alles, was nicht ihresgleichen ist, und sind da auch nicht zimperlich in der Wahl der Mittel, um bestimmte Leute dann zu marginalisieren oder zu diskriminieren, überhaupt was der sogenannte Mob, zu was der imstande ist, dass, da gibt es immer wieder die bildhaftesten Beispiele. Will mich nicht länger aufhalten, hier sind wir schon am Ende angekommen, nochmal ein kurzer Check, 5 Minuten, das könnt ihr hinhauen. Mautner wieder, die Adjektive sind weniger trügerisch als die Verben und die Verben weniger trügerisch als die Substantive. Also der Allgemeinheitsgrad der Hauptwörter, der ist ein höherer als der Verben. Die sind dann noch unmittelbarer an der sogenannten Realität, also am an der Macht, sage ich mal, also weniger abstrakt, weniger von der Vorstellung lebend als die Verben. Da ist das Konkrete schon fast handgreiflich. Also da kann sich jeder etwas vorstellen, bei den meisten Verben eben, weil das Tunwörter sind und getan haben viele schon des Öfteren das, was mit so Verben da bezeichnet wird. Und bei den Adjektiven sind die nach Mautner die am wenigsten abstrakten, also die, wo die Vorstellung am konkretesten dann ist, aber das wage ich auch zu bezweifeln, weil jetzt nur mal das Adjektiv schön, da gibt es die unterschiedlichsten Vorstellungen, was jetzt jemand für schön findet oder nicht, aber das soll's, das muss reichen als Bewusstmachung. Mautner spricht in dem Zusammenhang auch von den drei Welten, die sogenannte Drei-Welten-Theorie, die Welt der Substantive, der Verben und der Adjektive. Die Nummer 349, Schibowski ist der Autor, auch Sprachkritik, irgendwas geschrieben. Und da heißt es, Mautner meint nämlich, dass eine politische Revolution bei der Sprache beginnen müsste. Das ist etwas, was wir auch schon von Landauer kennen. Vielleicht haben die beiden da
kann ich mir gut vorstellen, am Bodensee, wie sie zusammen in lauer Sommernacht sitzen und über derartige Ideen brüten, über Revolution. Landauer schreibt gerade sein Revolutionsbuch, ist Minister, Kulturminister in München und ist dann von den Gedanken bestimmt, dass die überindividuellen Formationen, wie Landauer das nennt, die revolutionäre Tat ist der Sturz dieser überindividuellen Formationen, wie bei Landauer, dass das jetzt Gott und der Staat sind, aber im Grunde genommen die Sprache ist voll davon. Also es ist eine endlose Liste, die da abgearbeitet werden könnte, kann man sich viel Arbeit sparen, wenn die Grundidee dann die ist, dass der rationale Verstand sowieso nicht abgewirtschaftet hat, aber in seine Schranken gewiesen wird als Technik und nicht als Mittel, um höhere Wahrheiten, fast gottgleichen Wahrheiten da in die Welt zu setzen. Und hier nochmal als letztes hier zum Abschluss ein Gedanke, den ich schon in einer der frühesten Folgen, vielleicht sogar in der ersten, und damit schließt sich dann vielleicht der Kreis, darauf hingewiesen habe. Den Autor dieser Textstelle, der ist irgendwie untergegangen. Ich würde heute geben, um dem noch mehr nachzuspüren, auch wenn vielleicht dann die Enttäuschung die ist, ein Buch für 30 Euro gekauft zu haben und dann ist das der einzige Satz, der eigentlich brauchbar ist. Aber der ist umso gewaltiger und allein das Bewusstmachen dieses Umstandes, der trägt meines Erachtens sehr viel, nicht nur zum Ich-Verständnis, sondern auch zum Weltverständnis bei. Da heißt es, die Griechen haben die Welt systematisch unter die Herrschaft des Begriffs gestellt. Für den Araber ist die Sprache in erster Linie der Ausdruck dessen, was der Sprecher sagen will. Für den Griechen Ausdruck dessen, was ist. Und vielleicht können jetzt diejenigen, die alle 70 Folgen hier sich zu Gemüte geführt haben, einschätzen, um was es hier geht. Also die westliche Welt ist in solchen Erkenntnisdingen grundsätzlich geprägt durch die Griechen. Und dieses, wenn jetzt mit den Seinsangelegenheiten in Form von objektiver, allgemeingültiger Realität Schluss ist, dann ist im Grunde genommen eine Reformierung oder Revolution der ganzen Denkweise, alles was auf der Basis eines Ist, einer Identifikation entstanden ist, muss neu gedacht werden. Und das würde bedeuten, weil nämlich, wenn dieses Ich ist, das Sein in seiner Tragweite wegfällt und damit das Interesse an seine Stelle tritt, würde das bedeuten, dass die westliche Welt sich in Zukunft dem nähert, was für die Araber schon von Anfang an, solange diese Sprache gesprochen wird, gang und gäbe ist. Überhaupt gar kein Problem. Das heißt, die arabisch sprechende Welt wäre sozusagen, wenn jetzt nicht anderweitig da mittelalterliche Zustände herrschen würden, wäre im Grunde genommen der Impulsgeber, um zwei so ganz wesentliche Auffassungen der Welt miteinander harmonisch zu verbinden. Also das wäre eigentlich die Aufgabe der Zukunft und damit auch die Welt in diesem Sinne auch zu befrieden, weil zurzeit ist ja zwischen der arabischen und der westlichen Welt nicht gerade Friede, Freude, Eierkuchen.
Und mit diesen Gedanken will ich diese Trilogie beschließen. Es sind über 70 Stunden an interessanten Anregungen für diejenigen, die auf ihr geistiges Dasein einen gewissen Wert legen. Und in diesem Sinne verbleibe ich Hannibal, der Lokomotivführer, alias Werner Gipetschko, Gleichsatzkanal, gleichsatz.de, Ultima Ratio 101 besuchen. Und dann bis neulich.